Kapitel 8 Die Erhabenheit Allahs. Allah, der Ruhmvolle, hat sich in seinen offenbarten Büchern und über seine Propheten selbst beschrieben, um den Menschen dadurch ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wer er ist. Da der menschliche Verstand in Wissen und Umfang begrenzt ist, ist es für ihn nicht möglich, etwas Grenzenloses zu verstehen. Deshalb hat es Allah in seiner Barmherzigkeit auf sich genommen, den Menschen einige seiner Eigenschaften zu offenbaren, damit sie nicht die Eigenschaften der Schöpfung mit den Eigenschaften Allahs verwechseln. Bringt man die Eigenschaften Allahs mit denen der Schöpfung durcheinander, so führt das zur Vergöttlichung des Erschaffenen. Diese Vergöttlichung der Schöpfung ist Grundlage und Essenz des Polytheismus in all seinen Erscheinungsformen. In allen heidnischen Religionen und Kulturen werden fälschlicherweise erschaffene Wesen oder Objekte mit göttlichen Attributen versehen und infolgedessen anstelle Allahs zum Gegenstand der Anbetung. Unter den unzähligen Attributen Allahs ist eines, das für die Anbetung Allahs von größter Wichtigkeit ist und im Widerspruch zur Anbetung seiner Schöpfung steht. Es ist eine Eigenschaft, die mit dem Auftauchen der griechisch beeinflussten mu'tazilitischen Schule, die philosophisches Gedankengut propagierte, in den Vorstellungen der Muslime durcheinandergebracht wurde. Von vielen Muslimen wurde sie bis zum heutigen Tage nicht richtig verstanden. Diese Eigenschaft ist Al-Ulu, übersetzt Hoheit oder Erhabenheit, Transzendenz. Wenn sie verwendet wird, um Allah zu beschreiben, so bezieht sie sich darauf, dass Allah über und jenseits seiner Schöpfung ist. Weder wird er von seiner Schöpfung umfasst, noch steht irgendein Teil der Schöpfung auf irgendeine Weise über ihm. Er ist weder ein Teil der erschaffenen Welt, noch ist die erschaffene Welt ein Teil von ihm. In Wirklichkeit ist sein Dasein vollkommen getrennt und separat vom Dasein seiner Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Das Universum und sein ganzer Inhalt sind allesamt Teile seiner Schöpfung. Seine Eigenschaften wirken ohne irgendwelche Beschränkungen in seiner Schöpfung. Er sieht, hört und weiß alles. Er ist die erste Ursache von allem, was in der Welt des Erschaffenen geschieht. Nichts geschieht ohne seinen Willen. Daher ist das islamische Verständnis Allahs streng unitarisch. Allah ist Allah und die Schöpfung ist Schöpfung. Es sind zwei separate Entitäten. Der Schöpfer und das Erschaffene, der Unbegrenzte und das Begrenzte. Weder ist das eine wie das andere, noch sind beide eine Einheit. Gleichzeitig ist das islamische Konzept in dem Sinne kompromisslos unitarisch, dass Allah absolut einzig ist, ohne Eltern, ohne Nachkommen und ohne Partner. Er ist einzigartig in seiner Göttlichkeit und nichts ist ihm ähnlich. Er ist die einzige Quelle der Kraft im Universum und alles ist von ihm abhängig. Und auch in Bezug auf die Schöpfung ist das islamische Konzept streng unitarisch, da das gesamte Universum und sein Inhalt von Allah allein erschaffen wurden. Alle erschaffenen Wesen und Entitäten sind das Produkt des gleichen Schöpfers. Daher sind sie als solche aus den gleichen natürlichen Substanzen, den Bausteinen der Natur, zusammengesetzt.